Ich werde dir sagen, was dein Problem ist. Du wartest darauf, dass jemand kommt, der dich rettet, weil du immer noch nicht verstanden hast, dass das niemals passieren wird. Und weißt du warum? Weißt du, warum dich niemand retten kann? Weil niemand dein Leben an deiner Stelle leben kann. Was du tun kannst, ist jemanden zu finden, mit dem du dieses Leben liebst. Sogar an den Tagen, an denen du keinen Bock mehr hast. Jemand, der dich lieben lässt. Jemand, der dich dazu bringt, dich selbst zu lieben. Denn die Wahrheit ist, dass du vor dir selbst davonläufst. Deswegen triffst du immer auf die falschen Menschen. Deswegen versuchst du so zu sein, wie alle anderen es gerne hätten. Du fliehst vor dir selbst, vor dem, was du wirklich bist und wer du wirklich bist. Und gnadenlos lässt du dich von Menschen zerstören, die dich nicht lieben. Jetzt hör auf, es ist genug. Schau dich im Spiegel an. Du bist voller Verletzungen, weil du gekämpft hast. Und selbst wenn du es nie bemerkt hast, hast du immer alleine gekämpft. Steh auf und geh zurück ins Feld. Lass deine Wunden draußen atmen. Hab keine Angst, dich wieder zu verletzen. Das wird passieren. Das ist das Risiko, das man eingeht, wenn man lebt. Aber weißt du was? Du kannst auch in 1000 Stücke zerbrechen. Du kannst dich fühlen, als würdest du sterben. Aber wenn du erst lernst aufzustehen, glaub mir, dass du unschlagbar sein wirst. Die Wahrheit lebt, du lebst. Du hast nicht verloren. Du hast mit dir selbst gekämpft. Du wurdest verletzt, bist 1000-mal gefallen. Und 1000-mal bist du aufgestanden. Dieses Mal schaffst du es. Du wirst es immer schaffen. Denn wer aufsteht, verliert niemals. Geh zurück und mache weiter. Geh zurück und wenn es sein soll, tu dir weh für das, woran du glaubst. Erwarte nicht Prinz oder Prinzessin Charming. Rette dich selbst. Liebe, was du bist. Und du wirst sehen, dass sich irgendwann jemand in deine Verletzungen verliebt und in die Kraft, die in deinen Augen brennt. Weil du es verstanden hast, dass dein Glück mit dir selbst beginnt.